Ich küsse eure Herzen, wir fangen an. Mois Bestjet. Kannst du mich heute telefonieren lassen? Dankeschön. Shalom, meine lieben Friends, zu einer weiteren kranken Folge von Bestjet wurde wieder auf die Map gebracht. Heute mit Hi, ihr Süßen. Hamid aus Indien. I'm under the water. Wir werden heute versuchen, euch Lachkicks zu bereiten, Freunde. Wenn euch dieses Format gefällt, dann zeigt es an der Bewertung und under the water und schreibt, welche Stelle ihr am lustigsten fandet. Und ich würde sagen, ohne viel weiter reden, rein in die Olga. Hallo? Trau dich doch zu reden, Stuckelbärchen. Hallo? Hallo? Hey, Süßer. Hi, Stuckelbär. Mein Schnickibund. Alles gut, woher kommst du? Mannheim und du? Ich komme aus Köln. Ja, nur in Köln. Warum wohnt ihr da Köln? Darf ich dich direkt mal was fragen? Was? Also ich weiß nicht, ob's man raushört, aber ich bin schwul. Ich auch. Echt? Ja. Und woher kommst du? Wie meinst du? Also aus welchem Land und genau woher? Italien. Oh, hm. Ich liebe italienische Männer. Die haben so kleine, süße Dicks. Boah, du hörst dich echt sympathisch an. Dankeschön. Gerne. Bruder. Sind wir schon so weit, Digga? Dankeschön, Salty. Sind wir schon so weit, dass wir uns sowas reinziehen? Das ist schön. Erzähl mal, was ist so dein Haarstil? Locken? Also ich rede jetzt nicht von unten, ich rede von oben. Ja, ich habe oben und unten Locken. Löckchen. Also soll ich dich Locke der Boss nennen, oder was? Ja, Locke der Boss. Wie nochmal? Oder ich nenne dich einfach Löckchen. Bist du doch da? Klopf, klopf. Ja. Wer ist da? Ich find's. Komm, wir spielen das einmal. Klopf, klopf. Wer ist da? Der Geile. Du musst sagen, der Geile wer. Der geile Bär. Der geile Bär. Okay, jetzt machen wir es nochmal, ja? Klopf, klopf. Der geile. Wer, der geile? Du musst sagen, der geile Bär. Komm schon. Klopf, klopf. Der geile. Der geile Bär. Der geile Bär. Bro, guck mal, das ist mein letzter Anruf. Danach. Bruder, 180 km/h, Bruder. Aber das war nicht der, das war der hier. Muss ich gleich zum Knast, ich gehe zu den Bullen gleich. Ich werde auf jeden Fall 2 Jahre Haftstrafe absitzen. Und hier sind sehr viele Hunde unterwegs, die meinen Kopf gefickt haben. Ich hoffe, dass du korrekt bist. Bitte, Bruder. Guck mal, ich habe Scheiße gebaut und ich muss jetzt 2 Jahre rein, Digga. Ich habe gar keinen Bock. Welchen? Ich muss Bochum, JVA Bochum. Bist du in Bochum? Krümmelde, Bruder, JVA Bochum, Krümmelde. Ja, genau, ich wohne in Bochum. Was wie gibt's? Was machst du? Von uns? Ich? Albaner. Aus Kosovo bist du? Ja, aber meine Eltern kommen aus Polen. Ich muss jetzt 2 Jahre rein und die Sache ist, ich habe eine Freundin, okay? Und die wird safe nicht auf mich warten, ich weiß das schon. Liebst du die? Nee, eigentlich nicht, aber die ist auf jeden Fall gut, ja. Guck mal, ich war mit der 3 Jahre zusammen, ich habe 5 Jahre Schaden. Warte mal ganz kurz, meine Freundin ist reingekommen. Schatz, kannst du mal bitte ganz kurz chillen? Okay, mach schnell, ja. Ich bin am Telefonieren. Okay. Einfach die letzte Nacht, bevor ich Knast gehe, die meinen Kopf, Digga. Ich habe gerade schon wieder Flasche kaputt gemacht. Du hast die Flasche auf mich geschmissen. Ja, lass. Ach, kannst du mich heute telefonieren lassen? Dankeschön. Okay, ich sag nur, dass du die Flasche. Willst du selber telefonieren? Hier nimm. Nein, ich telefoniere nicht mit Fremden. Ja, doch, hier nimm. Nein, ich hab nur. Du willst mir doch sowieso alles wegnehmen. Hallo, Bro, ich geb dir meine Freundin. Ich möchte. Hallo? Erst ein bisschen psychisch. Ich möchte gar nicht mit dir sprechen hier. Nimm ihn jetzt. Ich will nur sagen, du hast die Flasche auf mich geschmissen. Ich geh 2 Jahre in den Knast wegen Menschenhandel und du machst so eine Scheiße. Nur weil ich verkauft hab. Ja, Menschenhandel, genau. Ja, nur weil du nicht auf den Strich hast. Hast nicht Schweine verkauft, halt ne? Deine Fresse jetzt. Wegen was geht's in den Knast? Hat Schweine verkauft. Psst, halt deine Fresse jetzt! Ich hab ein paar Frauen auf den Strich geschickt. Hier Dutzende! Meine. Halt deine Fresse jetzt und geh raus. Auf Strich ein geschickt. Frauen hast du im Strich geschickt? Strich, ja. Nicht meine Frau, ein paar Frauen so. Auf Morning in Duisburg, da hinterm Zoo. Ja, Zuhälterei da, Perseven-Klick, so. Möchte gern, Albaner. Uff, hab ich dir nicht gesagt, du sollst deine Fresse halten jetzt? Bevor ich dich wieder Ja, geh mal in den Knast. Ja, ich geh auch in den Knast. Ja, wenn ich rauskomme, töte ich dich. Ja, gib mal den Jungen, dann telefoniere ich mit dem. Ja, hier, telefonier mit dem. Bitteschön. Hallo? Ja. Woher kennst du meinen Freund, also den Assi hier, den ich Freund nenne? Ach so, wir sind gut befreundet mit ihm. Ach so, er geht jetzt rein. Der Hund soll verrecken, ganz ehrlich. Was? Ich sag, der soll verrecken, ganz ehrlich. Warum? Sag das so. Ich seh nicht. Was heißt, ich, also ich liebe seine Art schon. Ich will...
Bruder, Walla, Respekt. Walla, krasse Video. Walla, krasse Video, Bruder. Walla, Respekt, Bruder. Die verarschen die Leute so hart. Walla, wie Hollywood-Streifen. Ich schwör auf meine Mutter. Gar nicht darüber reden, egal. Ich liebe ihn schon, aber das, was er macht. Meinst du das ernst? Ja. Ja, ich will gar nicht mit ihm sprechen. Ich bin 26 und mehr gesehen als 10 Frauen. Er kifft. Bestimmt kifft er sich ein. Er raucht sich bestimmt ein. Er geht morgen rein. Ja, er will sich stellen. Das ist das Dumme. Guck mal jetzt, wie ekelhaft das wird. Pass mal auf jetzt, wie ekelhaft es wird. So ekelhaft. Schrei nicht. Ich sag ihm, stell dich nicht, aber er denkt die ganze Zeit, dass die Bullen ihn schon auf den Fersen haben. Er ist paranoid. Er denkt einfach, die Bullen sind die ganze Zeit da und deswegen will er sich stellen. Er ist krank, ehrlich. Was soll ich machen? Der andere hat gerade so ein Holz in seinem Kopf, Kino. Oh mein Gott, der Freund geht Knast. Oh mein Gott, die ist jetzt 2 Jahre alleine. Holz. 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 Davy K hat mir mal eine Geschichte. Alter, Bruder, ich will es so gern erzählen, aber ich will den nicht fertig machen, weil ich ihn liebe, Digga. Bitte, ich liebe ihn, aber. Was sagen deine Eltern dazu? Die hassen ihn. Die wollen, dass ich einen Türken habe. Ehrlich? Ja, aber heute gibt es einfach keine anständigen Männer mehr. Alle sind nur auf Rolex, Audemars Piguets, Richard Mille. Guck mal, ich weiß, es klingt bisschen dumm, aber ich habe echt lange nicht mehr mit einem Mann so normal und lang geredet. Es tut einfach mal wieder gut zu fühlen, dass ein Mann auch da ist. Warte kurz, ich glaube, er kommt. Warte mal, ja. Warte. Okay, bist du noch dran? Nimm mir das nicht mit. Ich bin jetzt nicht eine von vielen so, aber hast du vielleicht Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Also ich würde dich auch einladen. Ich glaube, du bist etwas jünger als ich, ne? Also dass wir nur so ein bisschen quatschen. Ich kann das nicht riskieren. Was kannst du nicht riskieren? Bist du auch einer von diesen Männern, die Angst haben vor meinem Freund? Ja. Seid ihr wirklich so gute Freunde? Warte mal kurz. Tim, let's do it. Warte, das ist eine Freundin. Es ist nur eine Freundin. Wer ist da? Was willst du von ihr? Das ist doch dein Kollege. Halt mal deine Fesse jetzt! Wer bist du? Digga, du bist so Bastard. Was ist Bastard? Das Bastard, Junge. Lack, red nicht mit mir so. Du weißt nicht, welche Macht ich in Familie hab. Was machst du mit ihr? Wieso? Worüber habt ihr geredet? Es ist nur ne... Ich kenne den Namen! Wo bist du, du Schussel? Sag mir, wo du bist jetzt. Junge, du bist so Bastard, dann rück mal. Nenn mich nochmal Junge, ich stech dich ab, ich lass dich zurückverfolgen. Was ist Null drücken? Gib mir deine... Ist das deine Telefonnummer? Ja, das ist seine Telefonnummer. Ist das für eine Telefonnummer? Das ist nur von Melissa. Das ist von Melissa, der Freund. Hey, hallo. Ja, servus. Was geht ab? Bei dir? Ah, nix. Bruder, der hatte davor so ein Holz, gell? Und danach ist Holz so gegangen. Und dieser Holz war dann so, Bruder. Ist aber eingefroren in dieser Form, Bruder. Ich liege hier mit meinem Freund. Warum hast du ein Problem mit Schwulen? Der, sein Holz war so, aber aus seinem Popo kommt so. Mois geht ans Telefon. Ach du Scheiße. Musstest du nicht längst im Bett sein? Ich glaube, du bist minderjährig, gell? Nee, ich schlafe mit meinem Freund, nicht bei meinem Freund. Wie bitte? Hä? Was? Warte, ich geb dir mal meinen Freund. Hallo. Ach du Scheiße. Na, wie ist es? Wir haben hier sogar noch einen Freund. Warte mal kurz. Hallo. Mega. Fuck. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Rashid, wer bist du? Ich bin auch der Rashid, wer bist du? I'm under the water. Kann das sein, dass du bist mein Bruder? Ich bin dein Bruder von India. Ja, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Hallo. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Hey, gut und dir? Auch gut, wie geht's dir, Baby? Alles gut? Oh, jetzt kommt's, Digga. Jetzt kommt's, Bruder. Was, Bruder? Ja, und bei dir? Wie ist dein Name? Ja, ich heiße Liz und du? Oh, Liz. Ah, so ein Name hast du, Liz. Dankeschön. Ich bin Mayo, mein Name ist Mayo. Wie Mayonnaise? Wie Mayonnaise, richtig.
Yeah. Und das ist, du hast einen schönen Namen. Ja? Yeah. Hast du vielleicht einen Sohn, der heißt Ketchup? Nee, nicht Ketchup. Wenn du willst, weil ich hab Sohn, der heißt Tzatziki. Was hast du? Wenn du willst, ich hab einen Sohn, der heißt Tzatziki. Tzatziki? Von der Dona, kennst du Dona? Du darfst nicht verstehen, was ich spreche, ne? Ach, du hast einen Sohn, der heißt Tzatziki. Ach so. Wenn du willst, ne? Ach so. Wie heißt du nochmal, hast du gesagt? Mayo? Richtig, mein Name ist Mayo. Und eigentlich ich heiße Mayo Tedos, aber meine Freunde sagt für mich Mayo. Mayo Tedos. Und wie alt bist du? Ich bin, wie viel du willst, ich bin alt. Ich bin Afrikaner, weißt du. Achso, du bist du schwarz? Wie viel du willst, ich bin alt. Wie viel du willst, ich bin. Ich bin so alt, wie du willst. Ich komme von dem schwarzen Land, Afrika. Ich mag Afrikaner. Ja, du weißt, wir haben alle große Bananen, ne? Was meinst du mit Banane? Ja, wir haben große Bananen. Wenn du willst, wir haben große, die afrikanischen Leute, wir haben alle große Bananen. Die Frauen lieben die große Banane, du weißt. Ich liebe Bananen. Where kommst du from? Von wo bist du? Ich komme aus Dortmund, also Nähe Dortmund da. Gut, ja, nicht weit von mir. Was kommst du? Ich komme vom Hagen. Gehst du Hagen? Ich dachte, du kommst aus Afrika. Ja, meine Geburtsland ist in Afrika, ja. Ach so. Bist du gerade im Bett? Der Arme, Digga. Ich hab gut Fernsehen, ich bin im Bett. Du kannst machen, was du willst. Ja, wir sind alleine, wir beide, ne? Aber was meinst du mit, was ich will? Ich weiß nicht, was du willst. Ne? Wenn du kommst, bei mir, du willst nicht weg. Aber du bist so weit, Hagen und Dortmund ist schon ein Stück. Ja, geht schnell, ne, mit ICE. Kommt so schnell. Ach so. Und wie war dein Name nochmal? Liz. Liz, oh Liz. Elisabeth, ne? Ja genau, das ist eine Abkürzung. Oh, so einen Namen hast du, so einen Namen. Hast du eine Frau? Bruder, der macht gerade so. Der bei dem so. Oioioi, die Banane. Oioioi. Also, ich hatte einen Ex-Freund, der war halb schwarz und halb Chinese. Bei dem ist nicht 180 Grad, 180 km/h. Bei ihm ist 345.000 Lichtgeschwindigkeit, safe. Ja, ich bin richtig Afrikaner. Okay, und was machen wir denn, wenn ich zu dir komme? Was du willst. Wir machen, was du willst. Was, erzähl doch mal. Ja, da machen wir eine ganze schöne Abendtour. Hast du Kerzen? Was ist das? Das ist so, was du anzündest, so Feuer, so Licht. Hey, ich hab eine Lampe in meinem Haus. Okay, kannst du die Lampe auch so ein bisschen dunkler machen? Weil ja, es kann. Du kannst machen mit Farbbedienung, ne? Aber ich bin ein bisschen pummelig. Oh, ich liebe so eine Frau. Hast du Flash, ne? Ja, ich hab Flash. Bei Poker auch ab und zu. Schon, ja, sehr schön. Also wie alt bist du, habe ich gar nicht gefragt. Hast du gefragt, aber ich habe zu dir gesagt, ich bin wie viel du willst. Afrikaner ist wie viel du willst. Ach, ne? Du bist echt schlau, Afrikaner. Hey, ich habe 24 im Pass, aber ich bin ein bisschen älter, weißt du, ich bin 30 Jahre. Und seit wann bist du in Deutschland? Ich habe 8 Jahre hier. 8 Jahre schon? Du sprichst ja sehr gut Deutsch. Ja, natürlich. Okay, er ist eigentlich 30. Er ist vor 8 Jahren hierher gekommen mit 22. Aber auf dem Pass ist er 24, also vor 8 Jahren wäre er 16. Okay, er ist nach Deutschland gekommen, hat gesagt, ich bin 16. Aber er war 22. Stark. Ich komme, bei mir komm back, ne, wenn du magst so. Ich mag das, aber ich mag Afrikaner. Aber ich kann mich nicht zurückhalten. Scheiße. Komm hier bei mir. Komm bei mir, wir machen schöne Nacht zusammen. Hab ich eine große Banane für dich. Okay, aber nicht, dass das dann so furzt. Was furzt? Was? Also,
wenn das so groß ist und das so klein, dann furzt das doch manchmal. Alles ist natürlich, ne? Okay. Das mag natürlich, wenn man mag love together, weißt du. Aber ich muss dir was sagen. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht schlimm findest. Was denn? Ich habe eine Tochter und einen Sohn und noch eine Tochter. Ist nicht schlimm, wenn du hast Papier. Und noch zwei Söhne. Ah, jetzt hast du einen Sohn, eine Tochter und noch... Ich habe nicht verstanden. Also ich habe insgesamt drei Söhne und zwei Töchter. Aber einen mag ich gar nicht so. Hey. Hey, so, egal, kein Problem. Ich bin Daddy dann. Ich bin Daddy für die Kinder. Du bist nur Daddy, weil du mich ficken willst. Nein, Baby. Hast du einen deutschen Ausweis? Nee, ist doch kein Problem. Wir heiraten dann nicht ab. Okay, aber dann willst du mich bestimmt nur deswegen. Nein, natürlich nicht. Baby, wenn du bist, du komm bei mir, du gehst nicht mehr weg, du lass mich. Nein, Baby, natürlich nicht, Baby. Nein, natürlich nicht, Baby. Wenn du kommst bei mir, du gehst nicht wieder weg. Nein. Nicht mehr in Ruhe. Lass mich nicht mehr in Ruhe. Nein. Brauchst du Zigaretten? Ich rauche auch andere Sachen, aber auch Zigaretten auch. Aber ist normal, ne? Wir sind Menschen, ne? Sorry. Gee, was hast du gegessen? Hast du gegessen Bohne oder was? Ich hab nichts gegessen. Oh, Liz, was machst du hier? Oh, warte mal. Du gesagt, du schläfst? Warte mal kurz. Ja, hast du eine Front oder was? Wer ist das am Telefon? Nein, ich hab keinen Front. Wer ist das am Telefon? Das ist mein Gib Bruder, mir das. Warte. Hallo? Ah. Ja, hallo. Wer bist du? Ich hab einen Kollegen von die Liz, weil wer bist du? Ich bin ihr Mann. Gee. Auf die nicht sagt zu mir dieses Entschuldigung, aber das... Sag mir, wo bist du? Ne? Wo bist du? Ich komme zu dir. Ich hab in... Sag mir einfach, wo du bist. Komm, wo bist du? Kollege, ich mag nicht so Probleme. Schatz, bitte. Ey. Halt deine Fresse, Liz. Weißt du nicht, dass ich Drogenprobleme hab? Ja, ich weiß. Glaubst du, ich steche ihn jetzt nicht ab? Ich weiß doch, bitte. Bitte. Kollege, bitte. Das ist nur ein Freund. Au, das ist nur ein Freund. Ey, Kollege, nicht schlagen. Ey, Kollege, das ist nicht Kollege. Ah! Mayo! Ah! Oh oh, ey Kollege! Bitte! Au! Mayo! Oh, ruf die Polizei, Mayo! Wo du bist, ich komm da! Oh, scheiße, Kollege! Ah, nee, na, ah! Wo du bist, ich komm da! Ey Kollege, bitte nicht! Au! Bitte, ich bin. Ich bin in Dortmund, komm hier hin! Oh, nee, der Problem, ich call the police, ich muss call, Ich bin Jahnstraße 15, au! Komm, weg, komm! Killer, ey! Okay, Friends, das war's mit der Folge von Bayshit, es gab hier... Der arme Waller, die haben den doch hochgenommen, Bruder. Der hat gerade so eine Banane gehabt, Bruder. Viele Highlights, dein Pisser, dein afrikanischen Bananaman. Der war der Gast. Der war sehr wild. Der war sehr, sehr und das eine oder andere. Und eine Premiere. Heute ist erstmal Nadim mit dem Schwule. Okay, ja. Der war auch krass. Der war ja auch sehr krass. Das war der nochmal neue Eisüßen. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Passt euch auf, Freunde. Abonniert die Jungs. Bis zum nächsten Mal und Pedes. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr geil, Digga. Stopp vor der Kripo Paris. Ich mache Schnappkies.